Hier am Waldrand haben wir die Rossminze. Ist auch ein kleiner, wunderschöner blauer Käfer drauf. Der frisst Rossminze. Rosspflanzen sind diejenigen, die ein bisschen grob sind und nicht fein. Früher hat man die Pflanzen nach Tieren kategorisiert. So die Rosskastanie und so weiter. Das ist keine richtige, gute, essbare Kastanie. Die Rossminze ist, die duftet zwar, aber nicht so richtig gut. Aber ist trotzdem eine tolle Heilpflanze. Ein Tee davon hilft der Galle. Also die Galle-Sekretion nimmt zu. So kann man das nehmen. Aber sonst als Pfefferminztee nicht genau das Richtige.